Obacht! Heute 10 nützliche Tipps beim Immobilienkauf. Wir haben ein paar wichtige Ratschläge, damit Ihnen Ihre Traumimmobilie nicht vor der Nase weggeschnappt wird. Los geht's! Lassen Sie sich beim Makler Ihres Vertrauens in der Kundenkartei vormerken. Klären Sie im Vorfeld die Finanzierung ab, damit der Makler erkennt, Ihre Bonität ist gesichert. Fragen Sie das Objekt im jeweiligen Immobilienportal oder auf der Website des Immobilienmaklers mit einem kleinen persönlichen Text an. Und ganz wichtig, rufen Sie beim Immobilienmakler zusätzlich an und unterstreichen Sie somit Ihr Interesse. Bestätigen Sie alle relevanten Unterlagen, wie zum Beispiel die DSGVO, die Widerrufsbelehrung und den Objektnachweis, damit der Makler zügig mit seiner Arbeit beginnen kann. Bitten Sie so schnell wie möglich um einen Besichtigungstermin und bleiben Sie hartnäckig. Teilen Sie dem Makler unbedingt mit, dass Ihre Bonität gesichert ist. Dadurch haben Sie einen erheblichen Vorsprung gegenüber Ihren Mitbewerbern. Haben Sie Ihre Traumimmobilie gefunden, dann fragen Sie nach, ob man sie reservieren kann. Sollte die Immobilie bereits reserviert sein, fragen Sie den Makler, ob ein höheres Gebot Sinn macht oder ob es eventuell eine Warteliste gibt. Teilen Sie dem Makler mit, dass Sie den Notartermin zügig wahrnehmen können. Ja, wir hoffen, wir konnten Ihnen ein kleines bisschen weiterhelfen. Wenn Sie auf der Suche nach einer Immobilie in München und Umland sind, nehmen wir Sie sehr gerne in unsere wohlsortierte Kundenkartei mit auf. Und für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ihr Hacker und Glas-Team.